Seit den 90er Jahren gibt es hier am Alexanderplatz Pläne für große Hochhäuser, viele Hochhäuser. Inzwischen gab es schon Planänderungen, sodass es weniger Hochhäuser geworden sind. Klar ist aber, Hochhausträume hier am Alexanderplatz fliegen hoch. Die Frage ist nur, was bringen Hochhäuser? Teure Wohnungen, Büroflächen, die auch sehr teuer sind und am Ende vor allem einen Verkehrskollaps, den man noch gar nicht absehen kann. Wir haben jetzt den Senat dazu befragt und es ist nach wie vor unklar, wie sich der Verkehr mit den Hochhäusern hier entwickeln würde. Solange das unklar ist, plädieren wir dafür, erstmal die Hochhauspläne hier neu zu ordnen.